Wir befinden uns hier im finsteren Mittelalter. Eine Burg wurde hier erbaut in wenigen Stunden und wir freuen uns auf Ritter und Burgfräulein. Camelot ist der Hof des mythischen König Artus von Britannien. Eine mittelalterliche Burg wurde zu diesem Zwecke in Rosendahl in wenigen Tagen aufgebaut. Ritterturniere wurden ab dem 11. Jahrhundert ausgetragen. Das größte in Mainz zu Ehren des Kaisers Friedrich Barbarossa. Ein Turnier, um den besten Kämpfer zu ermitteln, wird ausgetragen. Das mittelalterliche Turnier entwickelte sich aus den Übungen der Krieger und mutierte später zu einer reinen Schau für das Volk. Und wie sind Sie auf diese Ritterspiele gekommen? Das ist ja sehr interessant. Das war schon immer ein Kindheitstraum von mir als Ritter. Ich habe als Kind schon viel mit Ritter als Ritter gespielt, im Wäldern mit Stöcken gefechtet und so weiter. Und ich habe mir halt einen Kindheitstraum erfüllt damit auch. Vier unerschrockene Ritter reiten in die Arena, um den Wettstreit zu beginnen. Der Preis ist ein sagenumwobenes Schwert. Die finsteren Recken starren sich ins Auge und beginnen den Wettkampf. Mehrere Exerzitien sind zu bewältigen, die dem Reiter und den Pferden alles abverlangen. Rudolf von Rotenburg, ein interessanter Name. Wie kommt man auf die Idee, solche Ritterspiele zu veranstalten und teilzunehmen? Also mein Onkel, der hat das schon vor ca. 20 Jahren mal in einem Park gemacht und hat er die Idee umgesetzt, das mal auf Reisen durchzuführen. Und der war halt der Erste, der das mobil gemacht hat. Man sieht da vorne, er hat eine riesengroße Burgkulisse aufgebaut und der war der Erste damit eigentlich, auf Reisen. Rudolf von Rotenburg, interessanterweise nicht in Rot gekleidet, Ritter Aragorn, der junge Prinz Arthur und der wilde Ritter Targo zeigen auf ihren Arabern geniale Reitkünste. Wie lange braucht man, um ein Pferd so zu beherrschen, wie Sie es beherrschen? Nach einem Jahr kann man es schon nutzen in der Show, aber richtig drauf verlassen kann man sich nach 2 Jahren erst. Locker schaffen sie es im Galopp, einen Becher zu ergreifen, mit der Lanze einen Ring aufzunehmen und mit dem Speer Ziele zu treffen. Wie lange dauert es, so eine Burgkulisse aufzubauen? Ja, das ist, sag ich mal, eine Arbeit von ca. 3 Tagen. Je nach Größe des Platzes kann man etwas mehr, etwas weniger aufbauen und so ergibt sich das dann halt. Und macht es Spaß, sowas zu machen? Ja, ich möchte nichts anderes tun. Also man wächst da rein und das ist eine schöne Sache, macht Spaß. Schon bald kristallisiert sich heraus, wer diesen Wettstreit gewinnen wird. Der Herold stimmt das Publikum ein, um die Stimmung zu heben. Und einer muss der Böse sein. Sie machen das ja recht gern, scheint's mir, und gut. Ja, ich sag mal, das Buhrufen des Publikums ist für mich wie ein Applaus. Ne? Die Leute sollen sich amüsieren und das ist halt meine Rolle und ich denke mal, ich mach's ja ganz gut. Ich sag mal, wir reiten mit Pfeil und Bogen, da hat man kaum eine Hand frei, um dann mit dem Pferd noch zu arbeiten. Also man muss dann durch Gewichtsverlagerung, das Pferd spürt das sofort und dann gehen die auch danach sofort. Die Reiter dirigieren die Pferde nahezu ohne Zügel, nur mit Gewichtsverlagerung. Es sieht alles ganz leicht aus, doch es ist unglaublich schwierig, auf so einer kurzen Bahn die Tiere rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Wie fühlt man sich als Nesthätchen in so einer Gruppe? Naja, also mir macht es jetzt schon ziemlich Spaß, in der Show mitzumachen. Ich mache es auch gerne und ich könnte mir auch eigentlich nichts anderes vorstellen. Also ich habe mit 6 angefangen, dann bin ich schon in der Pause mal ein bisschen einen Schritt rumgeritten, langsam angefangen. Und mit 7 bin ich dann in Pony in der Show mitgeritten und mit 6 bin ich auch schon Kutsche gefahren in der Show. Die aus Deutschland stammende Truppe zeigt Reitkunst vom Feinsten. Und wie lange kann man so einen Sport machen? Also es liegt besonders an der Pflege der Pferde. Wenn man die wirklich pflegt und auf die Hufe achtet und schonend warm reitet, dann kann man die schon 18 Jahre lang reiten. Und als Mensch? Ja, mein Onkel, der macht das jetzt schon, der reitet schon über 30 Jahre und der wird auch noch 20 Jahre reiten, so wie ich das sehe. Yeah.
Und dann geht's ab Donnerstag wieder weiter, 17.30 Uhr und am Samstag wieder 15 Uhr und 17.30 Uhr und Sonntag wieder um 15 Uhr. Aber wir haben vor, über Weihnachten ein Märchenprogramm mit Feen, Elfen, Einhörnern zu machen. Das findet in einem großen beheizten Zeltpalast statt und das ist dann in Graz über Weihnachten. Wann ungefähr, wissen Sie das Datum? Ja, das geht los vom 10. Dezember bis zum 11. Januar. Diesen einmaligen Augenschmaus kann man gar nicht beschreiben. Man sollte sich so einen vergnüglichen Spätnachmittag im historischen Gewand selbst ansehen.